水気、それはおよそ1200年前から伝承されてきた日本古来の鍛造技術の一つ。さまざまな金属の転生や遠征を利用して加工を施す技術で、古来より甲冑や銅器など堅牢さを必要とされる金属製品にも用いられてきた。熟練の職人匠が生み出す作品は、その一手一手に丹精込めた加工が打ち込まれ、どれ一つとして同じもののない唯一無二の作品として完成する。日本を代表する伝統工芸士浅野美穂、伝統技法を受け継ぎつつ常に進化し挑戦し続けるものづくりへの思想が MRG と共鳴。彼の手により数百回もの追記がベゼルトバンドに施されている。 G-SHOCK Golden Tone。 Also, es war tolles Japanisch, ich habe alles verstanden, Sie natürlich auch. Also ich brauche auch gar nicht mehr zusammenzufassen, dass es eben ein Meister der traditionellen, der Traditionskunst in Japan war, der eine Hämmertechnik beherrscht, mit denen er jetzt Ihre G-Shock bearbeitet. Wie lange braucht denn der dafür eine? Na gut, nehmen Sie es. Darf ich? Ich gebe es wieder her. Ich glaube, er schafft am Tag 2-3 Stück. Okay, was kostet denn dann so eine G-Shock? Also ich habe so im Kopf, 80 bis 150 Euro kostet die so normalerweise. Nee, reicht nicht. Ja, wie denn? Na, ich meine das nicht, ich meine die gehämmerte. Wie viel kostet die? 5.900. Okay, wie viel machen Sie davon? 300 in der Welt. Wie viele werden hier in Deutschland zur Verfügung stehen? 5. Das ist Suchtstoff. Meine Damen und Herren, wäre es möglich, bei Ihnen dann am Tisch eine schon zu reservieren? Gerne, was meinst du? Nein. So macht man sich rar und interessant. Großartig. So, Sie holen uns jetzt, denke ich mal, das wird er mir nicht überlassen, Sie holen jetzt diejenige aus der Jury zu uns, die den Sieger verkünden wird, beziehungsweise dann die Jurybegründung natürlich verlesen wird. Mach ich. Aber erlauben Sie mir ganz kurz an der Stelle ein Wort an die Messe München zu richten, an Herrn Dittrich, Herrn Gröbe, Frau Mentlein. Vielen Dank für den wunderschönen Abend, das schon mal vorweg. Vielen, vielen Dank. Das, was ich auch sehr gerne tue, neben dem Verkaufen meiner Uhren. Schöne Frauen rufen. Chemie, kommst du bitte? Shariva! Ja, gut. Der Briefumschlag an Sie. In der Kategorie 5, Retailer of the Year. Und die Firma Adora aus München. Bringen Sie näher. Ich habe gefunden, dass Sie mal Play und Animal Chip haben. Sind Sie da? Kosten Sie noch den Applaus. Okay, treten Sie näher. Ist es richtig, Elena und André Tschuppmann? Genau. Ja, wunderbar. So, Charmin, du hast keinen Text, das macht nichts. Wir beschreiben dir, wie der Shop in der Nähe vom Hotel Bayerischer Hof in München aussieht. Habt ihr, in dem Foto haben wir, glaube ich, nur ganz kurz gesehen. Also, das ist ein nicht sehr großer Laden. Sehr, sehr besonders vom Interieur, denn über der Theke, wo man den Schmuck sehen kann, wo er ausgelegt wird, kommt ein riesiger goldener, das ist, ja, sie nennen es Drop-Tropfen, aber kommt eine Skulptur aus der Decke und damit natürlich auch das Licht. Charmin, gefällt dir das? Ich habe ihn Store gesehen bei der Jury-Tag in Hamburg und ich finde ihn unglaublich schön und sehr elegant und ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, um den Preis zu behalten. Und ich glaube, auch aus Ihren Händen ist es nochmal etwas ganz Besonderes. Da bestimmt mir Herr Cemper sowieso zu. Also, bitteschön, übergeben Sie beide. Vielen Dank nochmal.
was zu sagen. Ne? Ja. Wer kam denn auf diese Idee mit dieser Skulptur von der Decke? War das ein Interior Designer oder waren Sie das? Das war unsere Interior Designerin, Mayrei, Architektenbüro, und das ist 254 Lederstücke, die zusammengebaut sind, und das war wirklich kompliziert, und wir finden, dass Haut, Leder und Schmuck, sie gehören zueinander. Und ja. Und Ihr Online-Auftritt ist auch sehr besonders, Sie sehr dran gearbeitet. Ja, das war unsere Idee, online und auch Instagram und alles, was darum ist, dass es, wir sind zusammen und werden auf jede. St. Petersburg haben Sie studiert, ne? Und da kommen Sie hin. Ja, wir sind aus St. Petersburg, aus Russland. Ja. So, wir sind hier Ausländer eigentlich. Ja. Nichts da, Erfolg hat er. Dass unser Geschäft nicht für Ausländer, sondern aus München so besonders ist. Ja, wir sind wirklich sehr zufrieden, dass die Leute in Deutschland hier unsere Arbeit, unsere Ideen schätzen. Ihre Kreativität. Herzlichen Glückwunsch. Пожалуйста.